Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel KFC Uerdingen gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Endstand 2:2. Die anderen Ergebnisse heute: Kaiserslautern, Ingolstadt 0:0, Carl Zeiss Jena gegen Braunschweig 0:2, Hansa Rostock, Bayern München 2:1 und Würzburg gegen Großaspach 0:3. Rechts von mir sitzt unser Trainer Heiko Vogel, auf der linken Seite Klaus Schraum von Unterhaching. Hier ist Eckmann, bitte. Ja, erstmal Servus Bernd. Ich glaube, dass wir ganz gut ins Spiel reinkommen sind. Und ja, gehen da auch sehr schnell auch. 2:0 in Führung. Ja, und dann haben wir einfach, glaube ich, ein bisschen Respekt vom Sieg gehabt. Und ja, weiß ich ganz genau, warum wir dann von dem Weg abgegangen sind. Dass ihr nicht viele Chancen braucht, habt ihr in der ersten Halbzeit gesehen, in der zweiten hat er sogar ein paar zum Glück vergeben. Am Ende des Tages müssen wir mit dem 2:2, auch wenn wir in Überzahl waren, zufrieden sein. Weil in der zweiten Halbzeit einfach ihr die gefährlicheren Aktionen gehabt habt. Und ja, das, glaube ich, müssen wir uns ankreiden. Aber natürlich Hut ab, zu zehnt. Ja, Respekt. Dankeschön. Dankeschön. Heiko? Ja, danke für die Worte. Ja, ich glaube, man muss ja zwei Spiele sehen. Wir haben jetzt 180 Minuten innerhalb von 3 Tagen und haben davon 110 in Unterzahl gespielt. Also das Spiel ist ja darauf angelegt, dass man 11 gegen 11 spielt. Ja. Vielleicht, Klaus, tut mir leid, haben wir zu sehr geübt gegen die Bayern. Ich finde, wir haben das herausragend gemacht. Ein ganz großes Kompliment an meine Jungs, auch viele junge Spieler, ganz großes Laufpensum. Schade, dass es zum Schluss dann nochmal einen Aluminiumtreffer gab. Wir haben das Spiel mit einem Aluminiumtreffer begonnen. Wir hätten also auch wieder 1:0 in Führung gehen können, haben das aber nicht gemacht, haben dann zweimal geschlafen, kriegen dann 2 Gegentore, dann das Comeback, dann die rote Karte, die berechtigt war, muss man einfach so sagen. Aber ich glaube, das war für uns, so blöd es klingt, gar nicht so schlecht, weil wir danach einfach das Herz in die Hand genommen haben und alles rausgeholt haben. Deswegen nochmal großes Kompliment an meine Jungs. Dankeschön, Heiko. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Ich sehe keine Fragen. Dann haben wir eine kurze Pressekonferenz gehabt, was Gutes für die Gäste, damit sie einen Flug kriegen müssen. Ich wünsche noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Spiel am nächste Woche Freitag gegen Dortmund. Vielen Dank, schönen Abend. Achso, ganz kurz, Zuschauerzahl 2536. Dankeschön.